Steht der DAX vor dem Worst-Case-Szenario? Um diese Frage geht es in diesem Video. Und jetzt, Leute, nicht erschrecken. Natürlich bin ich weiterhin kein Crash-Prophet, sondern wir gucken uns einfach an, wer hat momentan die Oberhand, die Käufer, die Verkäufer, wo ist Verkaufsdruck auf dem Markt, was wird das bedeuten, wo es wahrscheinlich am nächsten hingehen wird. Und dann stellen wir uns einen klaren Plan auf, wo wir eine Position aufbauen, wo wir die Position wieder abbauen, im Gewinnfall, im Verlustfall noch viel wichtiger, denn auch dieses Mal ist das Thema Risikomoney-Management das Allerwichtigste, was ihr beherzigen müsst. Alles andere ist fast egal. Risikomoney-Management, darauf kommt es an und deswegen ist das Ganze hier natürlich auch wieder keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung, sondern dient nur zu Schulungszwecken, damit ihr das später selber umsetzen könnt. Und jetzt gucken wir uns den DAX an. Ihr kennt das Bild, der DAX hat sich lange seitwärts bewegt, hat dann eher auf niedrigem Niveau eine Seitwärtsbewegung ausgebildet und ist nach unten ausgebrochen. Das war schon mal kein gutes Zeichen. Und hier haben wir den ersten Short besprochen. So, der Retest von dem Ausbruchsniveau. Da, wo früher einmal die Käufer waren, da sind die Verkäufer aktiv geworden. Wunderbar, perfekt. Und auch damals hat man schon gesagt, Achtung, der Stop-Loss ist über dem Niveau. Da steigen wir aus, wenn das ganze Ding schief geht. Denn natürlich geht nicht jeder Trade gut. Aber das ist eigentlich jedem klar, der an der Börse investiert. Wichtig ist, dass wir mit den Gewinnern mehr verdienen, als wir mit den Verlierern verlieren. Und dann ist es am Ende einfach nur das Gesetz der großen Zahlen, dass wir damit einen Gewinn machen. Und so einfach ist quasi die Börse. Und jetzt testen wir das Widerstandsniveau erneut an. Und das ist zuerst einmal für all jene, die short sind, kein so gutes Zeichen, beziehungsweise erzeugt Schmerz. Alle, die hier schon short sind, die haben sich gefreut, ey, haben vielleicht sogar schon den Stop-Loss ein bisschen zu früh nachgezogen, sind jetzt plus minus null rausgeflogen und müssen jetzt in den sauren Apfel beißen, um erneut eine Position aufzubauen. Denn zumindest nach aktuellem Stand, 17.10 Uhr, ist der DAX Future hier wieder on fire. Und zwar Downside. Wir müssen mit weiter fallenden Kursen rechnen. Der Stop-Loss bleibt über dem Niveau. Denn wenn die Käufer es schaffen, zurück in die vorherige Range zu laufen, dann ist dieses ganze bärische Szenario, dieses negative Szenario, ist dann hinfällig. Aber der Widerstand ist so lange Widerstand, bis er bricht. Und momentan sehen wir schon, so richtig werden die Käufer hier auch aktuell nicht aktiv. Ich habe zuletzt auch mehr Short-Positionen aufgebaut als Long-Positionen. Ziel im DAX ist erstmal weiterhin der Bereich 14.800 Punkte. Laufen wir jetzt als nächstes in den Bereich 15.200, dann können wir den Stop-Loss auf Break-Even nachziehen. Denn wenn dann der Markt wieder nur anfängt, so seitwärts zu laufen, dann wollen wir eh nicht mit dabei sein, dann ist es nichts für uns, dann ist es wenig dynamisch und unser Trade geht wahrscheinlich nicht auf. Also, das Worst-Case-Szenario ist gar nicht so schlimm. 14.8 als erstes Ziel. Da können wir die Hälfte der Position zumachen. 13.8 bis 14.000 wäre das nächste Ziel. Und da können dann alle wieder aktiv werden, die langfristig auf den Markt schauen. Langfristige Buy-and-Hold-Position bauen. Und jetzt gucken wir uns aber auch noch, wir müssen ja immer weiterdenken. Wir müssen immer ein Stück vorausdenken. Was passiert denn, wenn wir hier das Hoch oder den Widerstand, wenn wir den überschreiten, da wo unser Stop-Loss ist, wenn wir zurücklaufen, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass der DAX auf neue Hochs läuft. Weil dann ist dieses Fehlausbruchsszenario, wo wahrscheinlich auch viele drauf spekuliert haben, ist hinfällig. Und wenn die eine Seite es nicht schafft, dann wird die andere Seite das Ruder übernehmen und nach so einem Fehlausbruch geht es eben häufig bam in die entgegengesetzte Richtung. Und es sind immer und immer wieder die gleichen Muster, die am Markt entstehen. Warum? Weil zwar viele Märkte schon von Algorithmen getrieben sind, aber trotzdem funktioniert ein Markt mit Angebot und Nachfrage. Käufer stark, Verkäufer stark. Ist eine Seite aggressiver, dann wird der Preis dorthin getrieben. Und daran wird sich nie was ändern. Und aus diesem Grund kann man diese Bewegungsmuster, die kann man erkennen. Man muss sich hinsetzen und das Ganze lernen. Und wer da Bock drauf hat, der weiß, wo er mich ansprechen kann. Und ich habe da richtig Bock drauf. Ich bin da momentan sowas von on fire. Deswegen ist
genau jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu lernen. Wer also Bock drauf hat, meldet euch bei mir. Es wird richtig wild. Schauen wir uns den Nasdaq Future an. Nasdaq, momentan der stärkste Markt. Warum? Dynamische Aufwärtsbewegung. Wir hatten hier dieses Niveau als erste Unterstützung eingezeichnet. Ich hatte darauf spekuliert, dass der Bereich 13.750 angelaufen wird. Aber 1.000 Punkte höher war schon wieder Schluss. Und wir sehen momentan eine Korrektur auf relativ hohem Niveau. Und das ist ein insgesamt gutes Zeichen, dass wir, wahrscheinlich gibt es nochmal einen kleinen Rücksetzer, dass wir dann aber, tendenziell vielleicht Jahresendrallye, ne, typisches Bild, dass wir dann auf ein neues Allzeithoch laufen. Punkt. Das ist hier meine Aussage. Was darf nicht passieren? Was trübt dieses Bild deutlich ein, wenn wir unter die 14.500 Punkte Marke fallen? So, und dann kann man wieder gucken, man muss schauen, okay, wo ist mein Stop-Loss? Wo ist mein Kursziel? Irgendwo in Richtung 17.000 oder neues Hoch. Und wo steige ich dann ein? Und dann muss dieses Chance-Risiko-Verhältnis passen. Achtung, Euro-US-Dollar. Ich lag sehr wahrscheinlich falsch, denn ich habe gesagt, hier im Bereich 105, 106, da ist Unterstützungsniveau, da wird der Euro hoher Wahrscheinlichkeit wieder in Richtung 1,10 laufen. Wir haben erste Zeichen der Stärke gesehen, aber die sind schon fast hinfällig. Denn man muss immer gucken, wie läuft denn auch so eine Bewegung an. Und die ist nicht so dynamisch angelaufen. Deswegen bin ich im Euro-Dollar momentan kritisch. Tendenziell plus im Bereich ja, plus minus null, leichter Verlust aus der Position raus. Den Ölpreis, den hatten wir zuletzt auch immer angesprochen. Und dieses Ausbruchsniveau als mögliches Einstiegsniveau angesprochen. Da sind wir mit brachialer Gewalt draufgefallen und jeder denkt wieder, ach du großer Gott. Aber genau solche Sachen, wenn die sich ereignen, wenn jeder denkt, ach du Scheiße, die gehen oft gut. Da wird Mut belohnt. Aber jetzt hat man nochmal die Chance, jetzt wird das Niveau nochmal angetestet, hier das Gap wurde geschlossen. Und hier muss man sagen, solange wir per Tagesschlusskurs über der 82-Dollar-Marke bleiben, gute Chance, dass wir auf ein neues Hoch laufen. 98 bis 100, da ist dann tendenziell erstmal wieder Ende. So, einen haben wir noch. Wir gucken uns den Goldpreis an. Nächste Woche gibt's wieder Silber, wenn ihr Bock habt. Schreibt mir gerne einen Kommentar, einfach für den Algorithmus. Aber auch dafür, dass ich mich freue, dass ich das weitermache. Ich liebe Kommentare, ich liebe Likes. Goldpreis. Schöne Seitwärtsbewegung. Wir hatten hier diese fallenden Verlaufshochs, kein so gutes Zeichen und dann ein ordentlicher Rutsch nach unten. Und jetzt testen wir auch hier wieder dieses Ausbruchsniveau an. Und hier haben wir erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal in Richtung 1800, 1825 laufen, vielleicht sogar einen Tacken tiefer. Ich will gar nicht 1675, 1700 aussprechen. Kann gut sein, dass es erreicht wird. Schwer zu sagen, aber momentan Gold auch erstmal kurzfristig weiter eher fallend, was natürlich nicht heißt, wenn man Gold schön unterm Kopfkissen liegen hat, ja, das verkauft man doch nie, ist doch klar. Und da braucht er gar keinen Kommentar schreiben, Silber Short oder so, ist mir egal. Jeder kann natürlich machen, was er will, ihr müsst einfach gucken, worum es hier geht. Und hier geht es eher um das kurzfristige Bild und wenn dann Gold bei 1675, 1700 ist, ja, dann freut sich doch hier unsere Community, also alle anderen, außer 5 oder so, und sagen, naja, gut, dann können wir günstig langfristig einkaufen. Und auf dem Weg dahin können wir vielleicht noch ein paar Dollar verdienen, um entsprechend die nächste Unze zu finanzieren. That's it. Und heute möchte ich nochmal kurz zeigen, was so das Thema Swing Trading ist. Denn heute der Markt grundsätzlich am Fallen, und eine Position, die wir long hatten, läuft heute ins Kursziel. Märkte laufen oder jeder Markt hat so sein Eigenleben. Nicht alles läuft immer im Gleichklang. Und deswegen muss man sich die Märkte raussuchen, die einfach eine gute Chance haben, in die eine oder in die andere Richtung zu laufen. Man muss nicht immer nur den DAX handeln, auch wenn da die Chancen momentan ja auch gut sind. Es gibt ein so großes Universum an Instrumenten, der wir uns bedienen können. Und deswegen nutzt das doch. Macht euch die Mühe, setzt euch hin und findet schöne Werte. Wie man das macht, das bespreche ich auch mit meinen Kunden im Training. Gibt es einen klaren Plan, wonach wir filtern? Kriegen wir eine Auswahl, ich sage mal 50 Aktien, davon suchen wir uns die besten raus, legen sie uns auf eine Watchlist und schauen einfach kurz drauf. Einstieg, ja, nein, vielleicht morgen, ne? So und so finden wir gute Werte. Und so finden wir Werte, die einfach on fire sind. So wie ich es auch bin.
Und da hatten wir jetzt in der Abercrombie & Fitch. Manche kennen es vielleicht von den Klamotten her. Sind wir in den Markt eingestiegen, haben wieder einen klaren Stop-Loss gesetzt, weil wir wissen nicht, ist der nächste Trade ein Gewinner oder ist er ein Verlierer? Wir müssen das ganze Ding absichern, damit nachher das Gesetz der großen Zahlen auch vernünftig für uns arbeiten kann. Und in dieser Strategie, da arbeiten wir mit einem festen Kursziel. Und das Kursziel ist, wir haben das eingegangene Risiko und das wollen wir dreimal verdienen, mehr nicht. Was danach passiert und wenn die Abercrombie auf 1000 steigt, so what? Dann ist es halt so, da werden wir noch ein paar Chancen kriegen, in den Markt reinzukommen. Aber jetzt haben wir erstmal dreimal unser eingegangenes Risiko ist erstmal verdient. Und jetzt fragt man sich, ja, aber wie viel ist denn, habe ich verdient? Im Grunde ist es ja egal, so dieses Prozentuale. Wichtig ist, dass ihr mit den Gewinnern mehr gewinnt, als ihr mit den Verlierern verliert. Und hier können wir wieder das klassische Beispiel. Wenn ihr sagt, naja, Kontogröße 100.000 US-Dollar, ich möchte 1% meines Depotwertes riskieren, ein Tausender, dann habe ich in dem Fall 3K Profit gemacht bei einem Risiko von 1000. Habe ich nur ein Zehntausender Konto und ich habe 1% riskiert, dann hatte ich 100 Dollar als Risiko im Spiel und habe 300 an Profit gemacht. Und genau so läuft das Spiel. Und deswegen ist diese Risikovielfache ist wesentlich wichtiger als, ne, ich habe so und so viel verdient. Ja, muss man sich immer fragen, du hast 50% Profit gemacht, aber bei welchem Risiko denn? Warst du bereit, all in zu gehen? Hast alles riskiert? Na, dann war das kein guter Deal. Aber sowas, das vernünftig mit einer klaren Struktur machen, mit einem konservativen Risikomoney-Management, dann ist das genau richtig. Und konservatives Risikomoney-Management, wenn ihr das Thema lernt, dann startet doch nicht mit 1%, ne? Sondern setzt tiefer an. Macht, weiß nicht, ein halbes Prozent, 0,2, 0,25%. Und dann mit wachsendem Konto, wachsender Erfahrung kann man das Risiko steigern. Und so kommt man gut in das Thema Trading rein. So gewinnt man Vertrauen in Hauptsache in sich. Und natürlich auch in das, was man macht. Und darauf kommt es an. Da begleite ich meine Kunden. Dass sie immer eine helfende Hand haben, dass wir immer drauf sprechen, okay, wie machen wir es mit dem Risiko? Sollen wir es noch lassen? Ist es gut so, wie wir gelaufen haben? Habe ich die richtige Aktie ausgesucht? Passt Einstieg, passt Stop-Loss? Es ist doch wichtig, dass man drüber spricht, dass man sich austauscht und das machen wir. Und jetzt viel Freude an der Börse.